Ich habe heute einen wirklich interessanten Spruch im Internet gefunden, der mich nachdenklich gemacht hat, weil ich muss dem zustimmen. Da wird das Dilemma dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, auf den Punkt gebracht. Und da heißt es ganz einfach, das Dilemma dieser Gesellschaft ist, dass die Klugen feige sind. Das stimmt. Dass die Tapferen dumm sind und dass die Fähigen ungeduldig sind. Ich kann das unterschreiben. Ich glaube, dass hier die Fähigen stehen. Aber die Fähigen sind ungeduldig. Wir wollen eine SMS-Gesellschaft, in der wir ganz schnell mit einem Tastendruck eine andere Gesellschaft bekommen. Und wenn wir jetzt schon seit 8 Monaten für den Frieden eintreten und gegen die Rüstungsindustrie sind, uns mit dem Geldsystem auseinandersetzen, dann ist das immer noch keine andere Gesellschaft. Und da sind viele enttäuscht, da hätten sie mehr erwartet. Ja? Und das ist das grundsätzliche Dilemma. Ich glaube, was ich euch auch sagen möchte und was ich auch versuche vorzuleben ist, das Leben ist ja ein relativ langer Film und das Ziel ist ja Gott sei Dank relativ weit weg, sonst wäre das Leben ja relativ fix rum. Wenn wir eine andere Gesellschaft wollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie sind wir denn in diese Gesellschaft gekommen, in der wir heute sind? Da haben wir auch einen sehr, sehr langen Anlauf genommen. Viele haben mich gefragt, zum Beispiel, Ken, ich würde gerne bei euch mitmachen, ich würde mich gerne engagieren und ich bin schon so und so weit, was kannst du denn für mich tun? Nichts. Nichts. Ich bin nicht gekommen, um was für euch zu tun. Ich kann nur Dinge präsentieren, die ihr selbst für euch schon getan habt. Weil wenn ich all die Projekte, die noch nicht 100% fertig sind, unterstützen würde, kenne ich zu meinem eigenen Programm nicht mehr. Ich bin eine CPU. Wenn ihr ein fertiges App habt, weil ihr selbst was gerissen habt, ohne einen Bekannteren, könnt ihr zu mir kommen, das präsentiere ich dann. Kann man das? Ich habe hier vorhin gehört, dass jemand gesagt hat, ja, man kann zur GLS gehen. Ja, man kann zur GLS gehen, man kann die Deutsche Bank wechseln, geht zur GLS. Das ist schon ein Schritt. Das ist jetzt nicht so super groß und hey, ich weiß, was ich mal gemacht habe. Ich bin mal zur GLS gegangen. Oh, cool. Ja? Aber das ist nicht so, dass das ist eine Lebensaufgabe, wo ich mich 10 Jahre da vorbereiten müssen. Nein. Es gibt Leute, und das ist das, worum es mir geht, die wirklich etwas riskieren, indem sie das, was ich zum Beispiel gesagt habe, was viele andere auch schon gesagt haben, ja, einfach übersetzen und sagen, ich riskiere jetzt mal was. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen, den kennt ihr auch schon, wenn ihr KenFM schaut, einen Mann, der wirklich was riskiert hat, nämlich einen Journalisten aus Dänemark, der Dänemark, seine Heimat, verlassen hat, um nach Berlin zu ziehen, um dabei zu sein, auf volles Risiko, er kommt mit nichts. Tommy Hansen, bitte. Tommy. So. Tommy Hansen hat bei uns schon 2 Interviews gegeben. Er wird euch auch gleich die Idee nochmal erklären, die er schon mal im Interview erklärt hat, aber falls der ein oder andere es nicht mitbekommen hat. Und er ist ein Symbol dafür, was man riskieren kann, wenn einem die Sache wirklich wichtig ist, wenn man also wirklich eine andere Gesellschaft haben möchte. Tommy, kurz erklärt, von wo kommst du, wo wohnst du jetzt, wie lange bist du schon in der Stadt und was hat es mit dieser Idee, verrückte Nachrichten, mounted on paper, was hat es damit auf sich? Wow, das waren viele Fragen auf einmal. Ich nehme mich das selber. Also gut, ich bin Däne und ich habe einige Jahre in Deutschland gelebt, deswegen spreche ich ein bisschen Deutsch. Ich bin freier Journalist, ich habe seit 30 Jahren als freier Journalist in Dänemark gearbeitet. Dann kam 11. September und da habe ich Frage gestellt und ich habe da weiter Frage gestellt. Und dadurch bin ich eigentlich, man kann sagen, es gibt ein Berufsverbot für mich in Dänemark als Journalist, weil ich kann keine einzelnen Artikel an die große Zeitung verkaufen. Sie erscheinen dann 5-sprachig und das ist der entscheidende Punkt. Das ist eine internationale Bewegung. Man hat mir damals verboten, in dieser Stadt lokales Radio zu machen. Jetzt machen wir im Internet internationales Fernsehen, weil du weißt zwar nicht im Sudan, wie das zweite deutsche Fernsehen heißt und ich kenne auch nicht das erste deutsche Fernsehen im Sudan oder in Turkmenistan, aber weltweit kennt man die großen Fernsehsender YouTube, Twitter und Facebook. Diese großen internationalen Fernsehsender kennt man. Aber wenn ich dieses Interview dort ausgedruckt haben möchte, für Leute, die nicht online sind, weil sie irgendwie per Schmerger in den Wäldern sitzen, dann brauchen die Papier. Und das ist ausgedrucktes Papier, was Bestand hat, auch wenn das Internet vorübergehend mal nicht erreicht werden könnte. Darüber sollten wir ja mal nachdenken. Deswegen mein Appell an euch. Wir unterstützen Tommy Hansen, denn wir sagen, uns reicht es nicht, regelmäßig Artikel zu bringen, also die ich veröffentliche, andere veröffentlichen, sondern wir wollen jeden Monat ein Monatsheft wirklich machen. Wir haben auch schon die Christine in Frankfurt kennengelernt, die eine Layouterin ist, wo wir zum Beispiel ein Heft haben, was 100 Seiten stark ist, was man auch ausdrucken kann, ja, was man an Schulen verteilen kann, wo man wirklich nachschlagen kann. Und viele von euch haben doch die Möglichkeit, wenn sie, sage ich mal, zu irgendeinem Copyshop gehen, sagen, ich möchte gerne das, die haben dort einen DIN A3-Drucker, ich möchte das gerne 3-mal ausdrucken oder 4-mal ausdrucken, das kann sich jeder leisten und ich möchte
dass das an meiner Schule diskutiert wird, in meinem Verein diskutiert wird, an meinem Arbeitsplatz diskutiert wird. Und dazu muss es in einem Format daherkommen, was von diesen klassischen alten Oldschool-Leuten ernst genommen wird. Und das ist der Punch, den wir haben. Dieser Mann als Schriftsetzer hat verstanden, dass das geprintete Wort, also ausgedruckt, in der Erscheinungsform sehr wesentlich ist, damit die Leute dem vertrauen. Das ist ein Brand, das ist eine Marke, nämlich die Marke, wie muss etwas gedruckt aussehen, damit ich ihm vertraue. Wir haben die Inhalte, wir haben die internationalen Journalisten. Wir als Verteiler, als Distributoren sollten dafür sorgen, dass wir Druck machen, nicht darauf warten, dass irgendeine große Druckerei das macht. Es wird keine große Druckerei geben. Jeder von euch kann es sich leisten, so etwas ein- oder zweimal auszudrucken und es zu verteilen. Und das ist die Macht, das ist die Schwarmintelligenz. Jeder von euch hat einen kleinen Drucker oder DIN A4 Papier. Du musst dafür kein Spezialist sein. Und ich kann euch nur eins sagen. Wenn ihr nicht glaubt, dass das funktioniert, macht doch mal Folgendes. Geht auf free21.org, druckt einen Artikel in Deutsch, Englisch oder der anderen Sprache aus und gebt es mal jemandem, der auch im Netz nicht so unterwegs ist, was dann mit seinen Augen passiert. Lest es mal durch. Und guckt, was mit dem passiert. Es kann auch sein, dass ihr einen Gelbstift nehmt und das dann mal anmalt. Und das Schöne ist, bei mir ist es inzwischen so, dass es sehr viele Lehrer auch gibt, die zu KenFM kommen mit ihren Schülern, weil die einen Leistungskurs machen zum Thema Außenpolitik Afghanistan. Danach werde ich eingeladen an diese Schulen, um einen Vortrag zu halten, zum Beispiel wie Medien funktionieren, erst für die Schüler und abends für die Eltern. Und ich weiß, dass diese Eltern vor allem auf bedrucktes Papier anspringen. Das ist so. Das muss ich einfach akzeptieren. Ich kann sagen, warum habt ihr denn keine Laptops oder warum seid ihr nicht dauernd online? Ich bin da gar nicht so böse darüber, dass die meisten Menschen nicht den ganzen Tag vor ihrem Smartphone hängen. Und es gibt übrigens auch Studien, dass wenn man ein Buch nimmt, also haptisch etwas in der Hand hat, dass das, was man dort liest, ganz anders im Endspeicher ankommt. Ja? Weil wir haben beim Internet ja nur eine Seite, auch bei Facebook, wo wir durchcovern. Macht Papier, legt es aus, kümmert euch darum, werdet selbst Drucker, werdet ihr selbst diejenigen, die ihr seid selbst Verleger. Werdet selber Verleger. Wir machen die Vorarbeit, ihr müsst nur verlegen. Ihr müsst einfach nur das ausdrucken bei euch im Büro oder bei einem Copyshop und es verteilen. Ihr werdet sehen, das lesen die Leute durch. Die nehmen es ganz anders wahr. Das ist das, was ihr tun könnt. Weil viele mich fragen, was kann ich denn machen? Wir geben eine Vorleistung, nehmt sie auf und probiert es aus. Das ist das, was wir von euch wollen. Probiert es aus. Der Unterschied, ja, und darauf legt Tommy Hansen ja großen Wert, der große Unterschied ist zu dem, was wir machen. Das, was wir ausdrucken, was wir schreiben, kennt am Ende etwas, was die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel und Co. überhaupt nicht kennt. Wenn man etwas in der Süddeutschen Zeitung liest, in der Welt oder im Spiegel, dann ist immer die Quelle der Spiegel. Aber was ist denn die Quelle des Spiegels? Na, der Spiegel ist die Quelle. Wenn wir einen Artikel schreiben, das Internet hat ja den Journalismus verändert, hinter jedem kurzen Absatz kommt die Quelle, da ein YouTube, da ein Buch, das heißt, die Quellen splitten sich. Wenn eine falsch ist, nicht alle können falsch sein. Und wir geben am Ende von unserem Ding alle Quellen an. Alle Quellen geben wir an. Bei uns gibt es mindestens 20 Quellen, das heißt, das ist der viel bessere Journalismus. Wir geben alle Quellen an und ich kann euch nur raten, nicht jeder von euch hat die Zeit, sich alle Quellen anzusehen, weil ja am Wochenende Hertha spielt. Da macht das doch mal, ja? Schaut euch doch mal solche Filme an wie Economic Hitman oder einen langen Vortrag von Daniele Ganser zur NATO-Geheimarmee. Irgendwann werdet ihr feststellen, dass wir oft auf ähnliche Quellen immer wieder verlinken. Das ist Bildung. Und ihr müsst euch nicht nur die Frage stellen, warum ihr diese Bildung nicht habt, warum an den Schulen diese Bildung nicht vermittelt wird, sondern ihr müsst sagen, okay, ihr müsst die Bestandsausnahme machen. Sie wird nicht vermittelt. Da müsst ihr euch die Bildung eben selber reinfräsen. Und es ist so ähnlich wie mit Fahrradfahren oder Skifahren. Wenn ihr einmal verstanden habt, wie es funktioniert, weil es sind 3, 4 elementare Punkte, um die es da geht, um Rüstungspolitik, um Außenpolitik, um Ressourcenpolitik, um Geldpolitik oder um Medienpolitik. Deswegen tut euch den Gefallen, ja? Geht auf diese Seite free21.org und macht das. Unterstützt diesen Typen. Ich habe ihnen auch gesagt, hör zu, was du machen musst, ist, geht zur GLS Bank. Wir haben uns da ein Konto geholt, demnächst die Kontonummer, denn wir wollen dieses Heft nicht nur einmal im Monat rausbringen, ja, sondern wir wollen es mindestens 12-mal im Jahr rausbringen, themenbezogen, mit den richtig guten Interviews. Und wenn ihr auf so eine Quelle nachher geht, später im Netz gibt es das eh, könnt ihr euch die ganzen elektronischen Medien auch noch anhören. Aber das ist eben so. Wir gehen dorthin, wo es weh tut. Wir schlagen die Zeitung an der Zeitungsfront, indem wir euch direkt an, wenn wir euch direkt zu euch nach Hause kommen. Ihr müsst nicht zum Kiosk geht. Ihr seid euer eigenes Kiosk. Ihr druckt euer eigenes Zeug aus und lest es selber. Da könnt ihr die Süddeutsche abbestellen, wenn ihr keinen Bock mehr darauf habt. Ja? Das ist der entscheidende Punkt. Dass ich sage, muss das sein? Es ist wie mit einem Buch. Wer von euch liest Bücher nur elektronisch? Wer kauft noch Bücher gebraucht und nimmt nicht die Realität? Wenn wir uns in eine digitale Welt flüchten, dann verändern wir in der Realität gar nichts. Wir müssen die Dinge geschickt kombinieren. Wir müssen die digitale Welt, die uns ja zur Überwachung auch dient, die uns ja vernetzt, müssen wir dazu nutzen, um eine Veränderung in der analogen Welt herbeizuführen. Und deswegen dürfen wir das Analoge niemals aufgeben. Es ist ein Riesenirrtum, alles zu digitalisieren, da muss man uns nämlich nur den Strom abstellen und wir können nicht mehr kommunizieren. Und wir haben auch kein Archiv mehr. Ja? Und das wird natürlich irgendwann passieren. Gebt eure Archive nicht auf, ja? Macht eure eigenen Archive. Druckt die Dinge aus, vervielfältigt sie. Macht eure eigenen Archive. Das ist die Macht. Ich komme an die Information nicht mehr rein. Kommt zu mir nach Hause.
Da gibt es die Informationen. Dann macht eure eigenen Libraries. Es wird ja schon daran gearbeitet, ob es noch Ersatznetze gibt. Das Netz für die Dummen, da stehen die Kleinigkeiten drin, ja? Und dann das Netz für die Intelligenten. Papier kann man nicht scannen. Wenn jemand Papier von A nach B, dann weiß die NSA nicht, was du liest. Wenn du denn einen Artikel aber von A nach B verschickst, das ist sehr wohl nachzuvollziehen, wer den auch gelesen hat. Wie ist denn die Gesellschaft befreit worden? Doch durch den Buchdruck ist sie befreit worden. Und wie kann ich sie wieder einkasteln, indem ich den Buchdruck einstelle? Indem ich dir das als Serviceleistung verkaufe. Alle stellen um auf digital und wer ist der Urbesitzer des Digitalen? Hab ich den Drücker bei Twitter? Bin ich der Chef bei YouTube? Bin ich der Chef bei Google? Entscheide ich, ob ich dort noch erreicht oder gefunden werde? Natürlich nicht. Aber anhand von Papier könnt ihr entscheiden, was erreicht werden soll und nicht. Weil es gibt euch. In Magazinform ist ein Archiv, was euch authentisch macht, was euch auch autark macht. Und das kann man nicht einfach off-switchen und du bist nicht mehr erreichbar. Das ist viel wichtiger als jede IP-Adresse, weil ich lese oft Bücher digital und ich lese dann auch nochmal schwarz auf weiß. Und bei schwarz auf weiß gehen mir viele Dinge auf. Das habe ich digital gar nicht verstanden. Jetzt verstehe ich das. Oder wenn man ein Buch nochmal liest, 5 Jahre später, kann man sehr viele Dinge lesen, die man vorher überlesen hat. Also, es ist kein Spiel. Wir haben uns schon was dabei überlegt, warum wir das schwarz auf weiß machen oder auch bunt mit Bildern. Und das gibt es alles digital hinterlegt mit den Originalquellen, mit den Büchern, mit den Videos, all das. Aber es ist ein entscheidender Schritt. Es ist wie ein Auto, wo die Reifen nicht stimmen. Wenn du in der Formel 1 einen schönen Motor hast oder ein schönes Fahrwerk, aber die falschen Reifen, kannst du nicht gewinnen. Das sind die Reifen, Freunde. Der einzige Kontakt zur Straße. Versteht ihr? Ja? Denkt darüber nach. Geht auf diese Seite und ihr werdet feststellen, dass ihr eine Menge machen könnt. Ihr könnt nämlich Folgendes sein. Ihr könnt damit, wenn ihr es ausdruckt und verteilt an eurer Schule, am Arbeitsplatz, könnt ihr Aktivisten werden. Denn man wird euch darauf ansprechen. Sag mal, was verteilst du denn da eigentlich? Und das ist das, was ich möchte. Das ist auch, was Tommy möchte. Ich möchte nicht, dass ihr jeder für sich das weiß, dass ihr es diskutiert. Und beim Diskutieren selber ist ja wie ein Unterricht, werden euch viele Dinge, die wir hier geschrieben haben und die andere geschrieben haben, erstmal klar. Und das ist der Punkt. Wenn euch die Dinge klar werden, dann werdet ihr feststellen, dass so eine Art Bewegungsdrang ist. Es ist wie, man sieht sich lustige Reisesendungen irgendwo an im Internet und dann möchte ich losfahren. Solange ich mir nur die Reisesendung ansehe und ich fahre nie los, dann weiß ich nicht, wie es in Ägypten aussieht, weil ich kenne es nur aus dem Internet. Es gibt viele Leute, die das machen. Ich muss nicht nach Teneriffa, habe ich schon bei YouTube gesehen. Nein, du musst dann nach Teneriffa fahren und das ist der erste Schritt. Ihr sollt neugierig werden, auf euren Nachbarn zuzugehen, darüber zu diskutieren, damit ihr schlau werdet. Denn dass die Situation aussieht, wie sie aussieht, hat unter anderem damit zu tun, dass das Papier, was ihr kaufen könnt, Spiegel, Fokus, Tagesspiegel, das verblödet euch. Und deswegen switchen viele auf die elektronischen Medien, die verblöden euch erst recht. Aber guter Journalismus muss man lernen. Und die meisten guten Journalisten sind Leute, die aus der Printfraktion kommen und dann später zum Radio oder zum Film oder zum Fernsehen gehen. Die Basis ist immer geschrieben. Auch bei einem guten Film gibt es ein Drehbuch. Ein Buch ist der entscheidende Punkt. Ja? Das alles, was ihr so seht, was die Interviews, die ich mache mit Leuten, ich habe vorher deren Bücher gelesen. Ich schreibe die Interviews, dann führe ich die Interviews anhand von Schriften, weil man eine ganz andere Konzentration hat. Und wer selber schon mal geschrieben hat, ich kann euch nur raten, Tagebuch zu führen, ja, wird feststellen, dass die Seite, die schriftliche Seite von ihm, dass er die an die nur herankommt, wenn er schreibt und er lernt eine Seite, eine tiefe Seite von sich kennen, die kann er nicht am Stammtisch kennenlernen, wenn er nur spricht. Die sprachliche Seite von euch, das Intellektuelle, das, was in euch drin ist, könnt ihr eben nur, wenn ihr schreibt. Deswegen die Seite von Leuten, die geschrieben, ist eine andere Seite, ist nicht diese Oberschrift. Die Schrift ist ein Symbol, auch bei den großen Weltreligionen heißt es nicht umsonst, es steht geschrieben. Warum? Damit ihr versteht, und wenn wir das in mehreren Sprachen übersetzen, dann stellen wir fest, auf mehreren Kontinenten, die meisten Menschen, wenn sie sich einigen, dass ein Artikel in 4 oder 5 oder 6 oder 7 Sprachen erscheint, denken ähnlich. Wir müssen alle auf denselben Erkenntnisstand kommen. Es nützt nichts, dass die eine Gesellschaft in Europa total schlau ist und die anderen sind hohl. Wir müssen praktisch ein Netzwerk bilden, wo wir uns alle auf ähnliche Artikel verlinken können. Weil wer liest Le Monde? Wer liest italienische Zeitungen und arabische Zeitungen? Das tun wir nicht. Wenn wir wüssten, was in arabischen Zeitungen steht, weil das bei uns in Deutsch erscheint, dann würden wir die arabische Denke verstehen. Wenn Italiener verstehen würden, wie Franzosen denken, Deutsche wie Österreicher denken, das geht noch, okay. Aber, ja, dann würden wir einander besser verstehen. Und dass das mit uns zu machen ist, was mit uns zu machen ist, hat unter anderem damit zu tun, dass wir in verschiedenen Sprachen kommunizieren, uns nicht verstehen. Und das ist Absicht. Und deswegen brauchen wir ein internationales Portal, was man ausdrucken kann, wo man sagen, du liest Free21.org, ja, ich lese es auf Italienisch, ich lese es auf Französisch, ich lese es auf so und so. Das heißt, international Drucker, auch in Italien, in Österreich, in der Schweiz gibt es Drucker. Und wenn wir uns auf dieser Basis zusammenfinden würden, dann trennen uns diese Sprachen nicht mehr. Weil wir haben doch alle ein Problem in diesem Land oder auf diesem Kontinent, dass uns Leute von außerhalb, ich spreche hier von den Amerikanern, dauernd erklären, die sprechen die Sprachen hier gar nicht, sondern nur die eine, wie wir zu ticken haben. Wir lassen uns in diesem Land von Amerikanern erklären, wie die Russen ticken. Weil wir die Russen nicht verstehen.
wenn wir die Russen verstehen würden, weil russische Autoren bei uns kommunizieren und du aber kein Russisch können musst, dann kannst du dann sagen, jetzt verstehe ich die Russen. Die Russen lesen bereits unsere Seite, weil wir es natürlich auf Russisch machen, sag ich, du musst erstmal Deutsch lernen, ja? Und wie unsere Medien funktionieren, ja? Wie sie uns zum Narren halten, könnt ihr zum Beispiel daran sehen, ja? Wenn der amerikanische Präsident, ja, im Weißen Haus, Camp David, irgendwas preis bekannt gibt, ja, die neuen Wirtschaftsdaten oder aber, dass der Hund entlaufen ist, dann wird das en detail klein, klein preisgegeben. Wenn aber die russische Politik, die russische Spitzenpolitiker und Politiker aus Europa in Waldai, von dem Ort habt ihr vielleicht schon mal gehört, ja, eine riesige Konferenz machen, um die russische Außenpolitik zumindest zu erklären und das Ganze in Englisch, perfekt, erfährst du hier davon kein einziges Wort. Warum ist das so? Das ist Absicht. Jetzt überleg doch mal, wir nehmen dieses ganze Interview auf, wir schreiben das in Deutsch, was Putin gesagt hat, und ihr könnt Putin live lesen, das ist zwar vor ein paar Tagen live gesendet worden, ARD, ZDF, Spiegel, niemand bringt nichts darüber, und wir bringen es euch auf Papier, damit ihr versteht und überhaupt erkennt und wisst, was der russische Präsident zu sagen hat, weil von unseren Medien erfahrt ihr es nicht. Wir sorgen dafür, dass ihr die Informationen in der Sprache bekommt, die ihr versteht. Das ist das, was wir machen. Ja? Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist das, was wir machen. Deswegen würde ich euch bitten, ja? Wir müssen unsere eigene Presse machen. Nicht jeder von euch ist ein Journalist, aber ihr habt das im Kopf. Unterstützt Tommy Hansen. Unterstützt ihn. Es muss ein Zeitprojekt von KenFM sein. Es muss autark sein, genau wie ihr autarke Projekte machen müsst. Nicht alles nur auf eine Stütze setzen. Nein, wir brauchen viele kleine Satelliten, die im Printbereich super sind, im elektronischen Bereich super sind, im Marketingbereich super sind, damit man uns nicht mehr wegbekommt. Damit wir ein Team sind, wie ein Formel-1-Team. Da gibt es einen Fahrer, da gibt es eine Box, da gibt es Mechaniker. Da, wenn du einen rausnimmst, kommt ein anderer nach. Wir müssen, setz dich damit auseinander. Das kannst du machen. Das ist eine ganze Menge. Verteilt es an Schulen, gebt es euren Eltern, diskutiert darüber und guckt nicht immer nur irgendwelche amerikanischen Soaps. Das könnt ihr danach auch noch machen, ja? Aber zwischendurch mal ein paar gute Artikel und sprecht uns darauf an. Geht mit uns in Kommunikation. Das ist das, was wir wollen. Das ist das Soziale an den sozialen Netzwerken. Wenn wir sie nur für Katzenbilder benutzen, dann bringt uns das nichts, ja? Wir müssen eine Art eigene Schule bilden. Wir müssen uns selber bilden. Und diese Bildung muss Spaß machen, weil das, was wir lernen und das wir lesen, hat natürlich einen praktischen Wert in unserem Leben. Warum? Es ändert unser Wahlverhalten. Es ändert unser Wahlverhalten, weil wenn wir dann die Politiker vor Ort auf Themen ansprechen und sie wissen nichts darauf, dann wissen wir, dass sie darüber nichts wissen oder lügen. Dann brauchen wir die auch nicht wählen. Wenn die dann sagen, willst du selber machen, dann musst du sagen, ja, ich bin schlau genug, so viel wie ich gelesen habe. Ich kann das. Ich habe die Software im Kopf. Ich kann das. Dass die meisten Menschen ihre Stimme abgeben alle 4 Jahre und dann nichts machen, hat damit zu tun, dass wenn sie die Gazetten aufschlagen, da eh nichts drinsteht. Also, die meisten, wenn sie von ihrem Job kommen, auch wenn sie das intellektuelle Establishment sind, keiner in großen Büros geht nach abends nach Hause und liest noch politische Bücher oder irgendwelche Gazetten. Nein, er macht das Fernsehen an und schaut sich die neuen Tatort an, wie der gedreht ist. Das ist doch bei den meisten Leuten so, okay? Also, jeder denkt, irgendjemand würde sich schon darum kümmern, was wir in Europa einrühren oder was wir unser Außenminister macht oder was unser Verteidigungsminister macht. Aber das ist nicht so. Die meisten Leute kümmern sich darum. Jeder denkt, er würde jemanden kennen, der sich darum kümmert. Und eine Gesellschaft, die nur denkt, dass der andere das macht, die ist total gefügig. Und dass das funktioniert hat damit zu tun, das hat ja auch der Kollege Hansen schon gesagt, dass unsere Presse unterlaufen ist und ihr nur über unwesentliche Dinge Bescheid wisst, über Brot und Spiele und die wesentlichen Dinge, nämlich die Tod und Leben betreffen, dass ihr darüber nichts wisst. Ihr kennt nicht den Ernst der Lage, wenn es darum geht, die Osterweiterung der NATO voranzutreiben, was das wirklich bedeutet. Die meisten haben nur eine Ahnung. Und damit ihr auch im Detail Bescheid wisst, seid ihr darauf angewiesen, dass wir euch im Detail informieren, was dort und dort und dort und dort passiert. Und deswegen braucht ihr es schwarz auf weiß, dass wenn ihr mal nicht online seid, warum auch immer, weil das Netz nicht erreichbar ist, dass ihr es trotzdem lesen könnt. Macht euch unabhängig. Das ist das Allerwichtigste. Es reicht nicht, nur unabhängige Journalisten zu unterstützen. Ihr müsst selber unabhängige Journalisten oder Supporter von Journalisten werden. Und das könnt ihr. Ihr braucht nur DIN A4 Papier und an diesen Knopf, wo ihr drauf drückt, Druck. Ja, unsere Kriegsministerin ist ganz genauso, die jederzeit bereit ist, in Krisenregionen Waffen zu verscherbeln mit 30% off. Das heißt, wir zahlen auch noch dafür, dass irgendwo anders Leute umgebracht werden. Und es reicht nicht, nur dagegen zu sein, um es da fronten. Am 13.12., das ist Dezember, das ist ja schon bald, wird es eine große Aktion geben in ganz Deutschland. Wir in Berlin beteiligen uns natürlich, weil wir sind hier quasi das Zentrum der Bewegung, aber trotzdem dezentral. Hier am 13.12. werden wir uns vom Brandenburger Tor treffen, eine riesige Mahnwache, und dann werden wir rüber marschieren zum Schloss Bellevue zu Herrn Gauck und werden dort ein wenig Druck machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es gibt auch schon einen,
einen Aufruf, ja, der schon vorformuliert ist, und den haben auch namhafte Leute unterschrieben. Den einen und anderen bringe ich mal zusammen. Ich weiß, dass Hecht Galinski den unterschrieben hat. Ich weiß, dass Reinhard May den unterschrieben hat. Ich weiß, dass Rainer Braun den unterschrieben hat. Ich weiß, dass Petram Chayyar den unterschrieben hat. Ich weiß, dass Konstantin Wecker den unterschrieben hat. Ich habe den auch unterschrieben. Da sind viele Namen dabei, es werden noch mehr. Das heißt, immer mehr Leute, die alte und die neue Friedensbewegung, wir haben es satt und wir wollen ein Zeichen setzen. Wir gehen in diesem Friedenswinter nicht weg, und das ist mir egal, ob hier die ein oder andere brennende Mülltonne ist oder nicht. Man hat versucht, uns wegzudiskutieren, uns zu diffamieren mit einiger Hilfe auch aus Frankfurt. Vergessen wir das alles. Wir sind keine Querfrontler. Die Querfront sitzt im Bundestag und nennt sich die Grünen. Das ist die echte Querfront, die Olivgrün. Ja, wobei die SPD dasselbe ist, alles dasselbe, ja. Und wir sollten auf die Leute hören, ja, die eine andere Politik gemacht haben, die zu Zeiten des Kalten Krieges dafür gesorgt haben, dass es kein heißer Krieg wird. Ich erinnere an dieser Stelle zum Beispiel auch an jemanden, ein wirklich toller Interviewgast wie Willy Wimmer, der bei uns auch regelmäßig veröffentlicht, ja, auch ein Buch geschrieben hat, Zeit der Hasardeure. Oder lest euch mal ein Buch durch von Clark, ja, das heißt, glaube ich, Die Schlafwandler, und erinnert an 1914. Diese Leute kommen bei uns zu Wort und die stehen auch hinter uns, weil das, was wir machen, wir sind ja praktisch nur neue, ja. Da gibt es ein paar ganz alte Hasen, die uns dabei unterstützen, auch ein Albrecht Müller, Kanzleramtschef unter Helmut Schmidt, oder auch Wahlkampfleiter von Willy Brandt, mit dem ich gerade ein sehr langes Interview gemacht habe, 2 Stunden 40 Minuten, was dem ist online geht. Das sind alles Leute, die das, was wir machen, gut finden. Und die sagen, hör zu, wenn euch ein scharfer Wind ins Gesicht bläst, heißt das eigentlich nur, dass ihr relevant seid. Und diejenigen von den sogenannten Linken oder Antifas, die das ja gar nicht sind, ja, die so ein Label benutzen, die gegen uns sind, das ist nichts anderes als NATO-Propagandapresse. Lasst euch durch die nicht einschüchtern. Es werden immer, immer, immer weniger. Wir, die Klugen, sind inzwischen in der Mehrheit. Dranbleiben. 13.12. hier treffen. Ich werde jetzt auch die anderen Montage hier aufschlagen, aber ich kündige mich nie an, weil wenn man nur deswegen kommt, weil ich komme, hat es ja gar keinen Wert. Ich glaube, ich habe das rübergebracht. Aber am 13.12. wäre es schön, möglichst zahlreich hier zu erscheinen und bei den anderen Mahnwachen. 13.12. Ja, also wenige Tage. Wie viel Uhr? Wirst du schon noch erfahren. Ja. Und dann gehen wir rüber zum Schloss Bellevue und bringt doch mal alle noch Ersatzschuhe mit. Das ist das arabische Zeichen für jemanden, wenn er gehen soll. Das hängen wir dann alle an den Zaun. Ein schönes Zeichen, Freunde. Ja, dass wir zeigen können, dass dieser Bundespräsident sich nicht für uns spricht, dass diese Bundeskanzlerin nicht für uns spricht, dass diese Kriegsministerin nichts für uns spricht und dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen, weil wir aufrechte Demokraten sind. Und wir lassen uns von diesen Leuten nicht erklären, dass man ab und zu in den sauren Apfel beißen muss, indem wir unsere Kinder in Kriege schicken. Das werden wir nicht tun. Und wir werden auch nicht dafür sorgen, dass wir auf die Kinder unserer Nachbarn schießen. Das machen wir auch nicht. Okay? So. Und ich bin ja damals gekommen, um zu bleiben, und ich glaube, dass die Anstalt, die in dieser Stadt ja für den Hauptstadtsender hält, wenn die gewusst hätte, welche Rakete sie zündet, als sie mich rausgeschmissen hat, hätte das nie gemacht. Aber jetzt sind wir im fucking Orbit und haben einen ziemlich guten Überblick. Und wir gehen hier nicht mehr weg, machen wir diese Presse überflüssig und gehen wir dorthin, wo es weh tut. Das ist nämlich unser Land. Und wir werden von den falschen Leuten regiert, ja? Und das sind auch unsere Nachbarn. Und wenn ich Probleme mit meinen Nachbarn habe, dann rede ich mit meinen Nachbarn. Ich habe auch Probleme mit Amerikanern. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, einem Amerikaner stellvertretend in die Fresse zu hauen. Und ich würde nie auf die Idee kommen, einem Ukrainer, ja, einem Italiener, einem Franzosen, einem Belgier oder einem Russen in die Fresse zu hauen, nur weil andere das sagen. Der das sagt, ist nicht mein Freund. Der ist ein Menschenfeind. Und ich lerne aus der zweiten Geschichte, dass ich solchen Leuten niemals folge. Das sind nämlich keine Führer, das sind Verführer. Und die brauchen wir hier nicht. Vielen Dank. Unterstützt Tommy Hansen und Free21.org, druckt es aus und legt es euren Eltern unter den Weihnachtsbaum oder bringt es mit am 13.12. Wir sehen uns hier und dann beim Schloss Bellevue und werden gemeinsam darüber gehen. Und mir ist das Wetter scheißegal, weil dieses Wetter, auch wenn es regnet, ist mir immer noch lieber, ja, als strahlendes Wetter und Bombenstimmung. Ihr wisst genau, was ich sagen möchte. Vielen Dank.